In diesem Experiment habe ich ein interessantes Wägelchen. Auf dem Wägelchen, hier unter dem Wägelchen sind Batterien versteckt. Und hier habe ich einen Propeller drauf. Und wenn ich den einschalte, pustet der Luft und zwar in diese Richtung, also praktisch nach links. So, was wird wohl passieren, wenn ich den einschalte und loslasse? Genau. Er bewegt sich in die entsprechende andere Richtung. So, und jetzt kommt die Challenge. Habe ich so eine Plexiglasplatte. Die Plexiglasplatte kommt hier davor. So, und jetzt ist die große Quizfrage, wenn ich jetzt das Ding wieder einschalte, wo fährt er hin? Fährt er wieder nach da, also nach rechts? Fährt er diesmal nach links? Was passiert? Idee? Gucken wir mal. Tja, selbst wenn ich dem Ding einen Schubs gebe, wie gesagt, selbst wenn ich dem Ding einen Schubs gebe, möchte das Ding nicht fahren. Ja, spannende Geschichte. Noch spannendere Frage. Warum fährt er nicht, wenn hier die Plexiglasplatte ist? Betrachten wir uns diese Situation noch einmal vereinfacht. Wir haben zur Rechten den Ventilator und zur Linken die Plexiglasplatte. Der Ventilator pustet oder bewegt Luft in diese Richtung. Dann kann man über die Kraft argumentieren oder über den Impuls. Impulserhaltung bedeutet, wenn Luft in diese Richtung bewegt wird, dann muss zur Impulserhaltung der Impuls entsprechend in die entgegengesetzte Richtung. Ja, jetzt kommt die Luft hierhin. Und da gibt es viele nette Ideen im Internet, das zu erklären. So mit Rückstoßprinzip. Rückstoßprinzip würde bedeuten, ich habe einen Ball, ich hau den Ball. Der kommt hier angeflogen. In dem Moment, wo der hier auf die Plexiglasplatte trifft, wird er zurückgeworfen. In diesem Fall würde die Plexiglasplatte den doppelten Impuls aufnehmen. Das heißt, doppelt so lang wie der ursprüngliche rote Pfeil. So, und wenn ich jetzt diese beiden roten Pfeile vergleiche, habe ich also einen Impuls, der da nach links zeigt. Das heißt, das Auto müsste sich bewegen. Hat es aber nicht. Also nochmal, was passiert? Naja, wir sind auch nicht jetzt hier, im Prinzip, man kann das nicht mit Bällen vergleichen. Wir sind in der Strömungslehre und was letztendlich passiert, ist relativ einfach. Die Luft, die wird hier abgeleckt. So. So. Und die Luft hier in der Mitte, die geht vielleicht nach oben oder unten weg. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt wieder meinen Impuls angucke, dadurch, dass es nicht reflektiert wird, habe ich hier nur den einfachen Impuls. Und dadurch kann ich die beiden praktisch gegeneinander wegkürzen. Und ich habe gar keinen Impuls mehr. Also, das bewegt sich halt nicht, weil die Luft hier entsprechend nach links und rechts abgelenkt wird. Das heißt, wenn ich wirklich Schubumkehr haben möchte, dann müsste ich tatsächlich hierher gehen und was weiß ich, hier so Rohre meinetwegen
Das heißt, wenn jetzt die Luft kommt, dann würde die Luft hier weitergehen und hier nach hinten raus. Und dann hätte ich wieder einen Impuls. Und dann würde das Autochen tatsächlich auch nach links fahren. So, das ist der ganze Trick bei dieser Geschichte, ob man sich sozusagen selber in einem Boot ins Segel pusten kann, um damit zu fahren. Hier ist die Antwort: Wenn man nicht wirklich hinbekommt, dass die Luft umgelenkt wird, dann funktioniert es nicht. Und bevor ich mir Gedanken mache, wie ich die Luft umlenke, kann ich ja eigentlich auch gleich in die richtige Richtung pusten. Dann funktioniert es auch ohne, auf ganz einfache Art und Weise. Hat aber tatsächlich auch einen sinnvollen Hintergrund. Bei Flugzeugtriebwerken macht man das tatsächlich so. Die müssen ja normalerweise das Flugzeug nach vorne befördern, aber durch diese Schubumkehr, also das sind dann ganz spezielle Klappen, die wirklich die Luft auch oder das, was halt aus dem Triebwerk rauskommt, umlenken, so dass das beim Bremsen genutzt werden kann. Also die Schubumkehr wird dazu genutzt, um das Flugzeug sozusagen zu verlangsamen. Und da hat das tatsächlich auch eine sinnvolle Anwendung.